Ich erspare Ihnen jetzt die Beschreibung der Methode im analytisch-chemischen Detail und gehe mal nur auf die wesentlichen Punkte. Den Rest können wir vielleicht anschließend unten im Labor noch etwas genauer uns anschauen. Zunächst geht es ins Labor mit den Proben. Da werden in einem mehrstufigen Prozess störende Inhaltsstoffe aus den Proben abgetrennt. Hier in der kleinen Metallsäule wird das Glyphosat abgetrennt von allem anderen, was sonst noch mit dem Extrakt gelandet ist. Da schon rum oder filmst du? Ich filme. Das ist dieses hochauflösende Massenspektrometer, in dem die eigentliche Messung des vorher aufbereiteten und dann abgetrennten Glyphosats. Und dann kommt der Clou. Das, was wir nun hier in den letzten Monaten entwickelt haben, wir sind erstmals in der Lage, das Glyphosat nicht nur einfach durch verschiedene Schritte weiter aufzuarbeiten, sondern wir können es isolieren und dabei anreichern, indem wir ein Zirkoniumsalz zusetzen. Das Ganze ist eine Neuheit und wird auch demnächst in der Fachpresse veröffentlicht. Das Kind braucht natürlich immer auch einen Namen, wie in der Rückstandsanalytik fast üblich, braucht es einen Namen, der mit Q anfängt. Und die Methode heißt nun die QuAC-ZIP-Methode, Abkürzung für Quick Analysis of Glyphosat by Zirconium Precipitation. Im Frühjahr 2016 schon eine bekannt gewordene Untersuchung des Umweltinstitutes München, Glyphosatgehalt im Bier. Dort wurden Werte zwischen 0,5 und 30 Mikrogramm pro Liter ermittelt. Für diese Untersuchung wurde eine Methode verwendet, die zwar geringe Gehalte von Glyphosat bestimmt, aber auch unspezifische Stoffe mit glyphosatähnlichen Strukturen mit erfassen kann. Also das Spektrum etwas erweitert, weil Glyphosat ja eigentlich nur ein Trägerstoff ist und da noch ein bisschen was drumherum ist, damit es die Wirkung auch entsprechend entfaltet.